Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Ich möchte heute nochmal die Demo in Berlin aufarbeiten und dazu habe ich Stefanie und Jürgen Elsässer eingeladen. Ich grüße euch beide ganz herzlich und vielen Dank, dass ihr mir das Du angeboten habt. Hallo Helmut. Hallo, grüß dich. Ja, Stefanie, fangen wir gleich mit deiner Rede an. So, da wurde berichtet, dass Michael Ballweg erst kurz vorher, also 5 Minuten vor deinem geplanten Auftritt, deine Rede abgesagt hat und dir verboten hat, auf die Bühne zu gehen. Bei mir im Interview hat Michael allerdings erzählt, dass du schon einen Tag vorher, am Freitag, Bescheid bekommen hast, dass es nichts mit deinem Auftritt wird. Kannst du unsere Zuschauer da einmal aufklären, wie es wirklich war? Ja, also ich bekam Freitagabend eine E-Mail von Michael Ballwegs Assistentin, dass Bedenken bestehen, weil die Polizei den Strom abschalten könne und ich das böse Wort Kompakt nicht nennen darf auf der Bühne. Und ich habe von mir aus angeboten, also wenn Sie da Ängste haben, wenn Sie da Probleme haben, bin ich auch gern als Zaungast dabei. Ich war auch schon bei der damaligen Querdenker-Demo bei einer der beiden Großen dabei. Und ich habe mich auch ohnehin auf diese Demo gefreut, einfach unter friedlichen, liebevollen Menschen zu sein. Und dann hat mein Mann aber noch mal interveniert, weil er hat schon Wert darauf gelegt, dass ich doch spreche, weil auch einige ihm geschrieben haben, dass sie sich freuen, wenn ich erzähle, was so passiert ist. Und hat gesagt, so, sie wird das Wort Kompakt auf der Bühne nicht sagen, so nach dem Motto, sie ist ja nicht blöde. Also ich kann das ja mal ausführen. Ich habe jetzt vom Demonstrationstag, Samstag, 3.8., den Austausch, den Chatverlauf mit der Assistentin von Michael Ballweg. Und der geht im Wortlaut so. Um 13.46 Uhr schreibe ich, Steffis Rede enthält das Wort Kompakt gar nicht. Das hat sie schon sehr klug vorbereitet. Würde vorschlagen, ihr lasst sie doch noch am Schluss sprechen. Viele Leute warten darauf. Wir kommen in die Nähe der Bühne. Die Assistentin von Michael Ballweg antwortet um 14.17 Uhr. Verstanden. Jetzt läuft die PK. Wenn wir vor 20 Uhr fertig werden sollten, dann wäre das von mir okay, aber Michael alleine entscheidet. Dann eine erneute Chatnachricht von ihr um 16.37 Uhr, also da lief ja die Kundgebung schon, abgelehnt. Keine Rede heute. Ja, also das ging so zwischen Freitagabend und eben 16:30 am Samstag so ein bisschen hin und her. Ja, also wie gesagt, mir war es gleich. Ich konnte die Ängste verstehen. Es hätte mich auch erschüttert, wenn Polizisten auf die Bühne gekommen wären, um mich dann da runterzuziehen. Ja, bin ganz froh, dass mir das erspart geblieben ist. Andere wiederum aus dem Umfeld hätten das gut gefunden, haben gesagt, Mensch, das wäre doch klasse gewesen. Das wäre doch mal auch pressewirksam gewesen. Ja. Also es ist vielleicht wichtig auch zu sagen, wir sprechen da jetzt drüber, aber mir ist die Diskussion gar nicht so recht, Mir auch weil nicht. ich will die Sache auf keinen Fall hochkochen. Es war immer mein Prinzip und auch das Prinzip von Kompakt, die Opposition zusammenzuhalten. Ich bin total gegen Streitereien. Ich habe immer ein gutes Verhältnis gehabt zu Michael Ballweg, aber auch zu Oliver Janich oder Thorsten Schulte von mir aus. Mir ist es nicht recht, wenn die Leute anfangen, sich gegenseitig zu streiten und ich will da auf jeden Fall gar kein Öl ins Feuer gießen. Ich finde auch, okay, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Ich hätte die Kundgebung ein bisschen anders gemacht, aber erstmal ist ja gut, dass sie gemacht wurde und Michael Ballweg hat es hingekriegt und da gibt es erstmal eine Grundsolidarität. Ja, und wie gesagt, das ging so zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag dann noch etwas hin und her. Und ich habe mich auch noch mal dafür ausgesprochen, dass dieser großartige Anselm Lenz sprechen darf. Natürlich auch im Hinblick auf Nancy und Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp. Das sind zwei ganz wunderbare junge Männer mit so einer sozialdemokratischen, hanseatischen Noblesse damaliger Spiegelredakteure, wenn man so will. Ja. Also, und das wäre mir schon sehr recht gewesen, wenn
aus unserem Umfeld wenigstens Anselm Lenz hätte sprechen können. Ne? Wisst ihr, Aber warum er nicht sprechen durfte? das wissen wir nicht. Es ist deswegen komisch, weil die beiden, Anselm Lenz und Henrik Sodenkamp, sind ja langjährige Weggefährten von Michael Ballweg. Und wenn man auf die Website von Querdenken 711 geht, also Ballwegs Webseite, da sind auch Interviews verlinkt, die beiden mit ihm, also mit Ballweg, geführt haben. Und die waren dann auch schon im Pressebereich am Samstag. Und es ist ein bisschen unklar, warum sie auch nicht genommen wurden. Du hast ja dann die Assistentin von Ballweg direkt gefragt, okay, wie ging das aus? ja, wie gesagt, mein Mann wollte an dem Samstagnachmittag mit dem Chatverlauf, der wollte es dann ganz genau wissen. Also, darf meine Frau jetzt reden oder nicht? Ja oder nein? Ne? Und dann habe ich nochmal nachgefragt, gut, ich nicht, aber kann denn der Anselm Lenz sprechen? Und das wurde eben auch abgelehnt, aber ohne Begründung. Ich habe so den Eindruck, da war wirklich eine Befürchtung, einfach eine Angst, dass es zu Tumulten kommen könnte oder dass die Polizei interveniert. Und die Ausrichtung dieser Querdenker-Demo war ja auch mehr so esoterisch, spirituell. Ich hatte auch das Gefühl, man wollte einfach Politisches, das polarisiert, vielleicht doch lieber rauslassen, um Ärger zu Also, vermeiden. das ist natürlich schon eine strategische Frage, jetzt unabhängig von dem Klein-Klein, wer wann was abgesagt hat. Aber es ist eine strategische Frage, ob man bei so einer Kundgebung und Demonstration politisch offensiv wird oder im Spirituellen bleibt. Und Michael Ballweg und sein Team, die hatten am Anfang einen sehr guten Impuls. Nämlich als dann Kompakt verboten wurde, war ja am 16. Juli, gingen die Leute sofort auf uns zu und haben uns übermittelt, jetzt muss Stefanie sprechen, meine Frau. Ich wollte erst gar nicht, ich bin ja keine große Ja. Rednerin, aber ich habe mich dann doch breitschlagen Und lassen. das war ein sehr guter Impuls von Ballweg und seinem Team, weil sie dann erkannt haben, das ist so ein ungeheuerlicher Angriff auf die Pressefreiheit, wie es ihn noch nie gab. Und dieses Thema können wir nicht ignorieren. Und mit Steffi haben wir eine wunderbare Sprecherin, die das rüberbringt. Und seltsamerweise, im Verlauf der nächsten 10 Tage, hat sich da was geändert, obwohl das Team Ballweg mit Steffis Mobilisierungsvideo in die Offensive ging, für die Demo geworben hat mit Steffi, aber plötzlich wurde den Leuten die Sache zu heiß und das ist der Punkt, den ich da nicht ganz verstehe, weil, okay, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Die Situation ist heiß und man kann ja nicht eine Kundgebung für Frieden und Freiheit machen und dann sagen, wir lassen das heißeste Thema weg. Das habe ich dann nicht mehr verstanden, warum man zuerst die Lage klar erkennt und Steffi einlädt und nach ein paar Tagen wird sie ausgeladen, obwohl sich ja an der Dramatik der Lage gar nichts geändert hat und viele Leute gehofft haben, dass sie Steffi sprechen hören. Naja, Freitagabend war da das Bedenken, was die Assistentin geschrieben hat, wegen Strom abdrehen und Polizei könnte dann einschreiten. Aber dann, wie gesagt, hat mein Mann dann nochmal so ab Samstag, also im Laufe des Samstags ging das so hin und her, da hat mein Mann dann interveniert, weil er ist ja ein alter Revoluzzer und wollte unbedingt, dass entweder ich oder Anselm Lenz einer Ein von den junger Revoluzer. ein junger Revoluzer und ein alter Revoluzer schon seit Jahrzehnten, dass unbedingt einer von uns wirklich noch ein paar Sätze sagt, ne, zu dem ganzen Vorgang, weil das zum Thema Pressefreiheit, ja. Was Also sagt ihr denn, entschuldigt, was sagt ihr denn zu dem Vorwurf, dass Michael Ballweg kontrollierte Opposition sei und die Menschen im Kreis herumführe und auch das jetzt mit dir, Steffi, darauf sehr hindeutet, dass er absichtlich das Ganze gemacht hat. Er hatte mir auch im Interview gesagt, sie entscheiden bei Querdenken immer alles im Team. Und von dir habe ich vorhin gehört, dass Michael selbst der alleinige Entscheider ist und tatsächlich verboten hat, dass du auf die Bühne gehst und dass das nicht im Team entschieden wurde. ich mag die Streitereien nicht, wie ich vorhin gesagt habe.
Es besteht so ein bisschen die Tendenz in der Opposition, dass der eine den anderen als kontrollierte Opposition bezeichnet und der eine den anderen als Agenten beschimpft und so. Ich glaube, damit kommen wir nicht richtig weiter. Es sind einfach unterschiedliche Konzeptionen im Widerstand. Und Michael Ballweg hat schon im Jahr 2020, als er dankenswerterweise die Riesendemos gemacht hat, hat er schon ein Konzept vertreten, die Sache sehr esoterisch anzulegen und damit den Bums aus der Sache rauszunehmen. Es war ja damals schon so, dass die Polizei wollte die Kundgebung abbrechen und dann gingen die Rechtsanwälte auf die Bühne und haben in Exekution des Polizeibefehls die Kundgebung an der Stelle, es war, glaube ich, die Rede von Thorsten Schulte, abgebrochen. Und so war es auch eben am 3. August dieses Jahr, hätte man doch Steffi reden lassen. Sie hätte ja noch nicht mal das Wort Kompakt in den Mund genommen, was ja noch gar nicht verboten war. Also unser Vorschlag war ja, dass sie sogar das Wort vermeidet, obwohl das gar nicht in der Verbotsverfügung drin stand. Also wir waren sozusagen auch schon ein bisschen zu sehr angepasst. Da darf ich, Omi, Aber da darf ich dich korrigieren. Es war Freitagabend verboten. Deswegen habe ich ja da die E-Mail von der Assistentin bekommen, dass das Wort nicht genannt werden darf und dass die Befürchtung besteht. kam das Verbot von der Polizei oder von der Demoleitung? Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, was in der schriftlichen Verbotsverfügung drin stand. In der schriftlichen Verbotsverfügung stand nicht drin, dass das Wort Kompakt verboten ist. Das wäre ja auch absurd. Sondern da stand nur drin, eben keine kompakte Symbole und Embleme, keine Plakate und die ganzen Logos, das Marken. Kompaktlogo halt, ne? Aber ich vermute, dass im Vorbereitungsgespräch die Ordnungsbehörden den Veranstaltern zusätzlich Angst gemacht haben, mündlich, dass sie alles unterlassen müssen. Und dann ist es so interpretiert worden, dass auch das bloße Wort nicht ausgesprochen werden darf. Und es wurde ja leider Gottes an dem Tag auf der Bühne auch gar nicht ausgesprochen, obwohl die Leute voll in Kompaktstimmung waren. Und als das Verbot verlesen wurde am Anfang, haben ja, was weiß ich, zigtausend, zehntausend gepfiffen und gejohlt. Also, Steffi, ja. Steffi, wenn mir man. hat jemand gesagt, entschuldige, oder sprich du erst zu Ende, bitte. Warum Steffi reden lassen? 20.000 Leute da, vielleicht mehr. Und was will die Polizei da machen? Ja. So, ihr hängt jetzt gerade. Die klare Manifestation der Menge gegen dieses Verbot und gegen die Fäserdiktatur wäre offensichtlich gewesen, selbst ohne Ton. Und das hätte Schlagzeilen gemacht. Und was wir ja beobachtet haben, die Demonstration, so wie sie jetzt abgelaufen ist, hat ja gar keine Schlagzeilen gemacht. Die ging ja im Mainstream unter. Ja, Steffi, ich wollte dich noch was fragen. Und zwar hatte ich gehört, dass du schon eine Woche vorher informiert worden bist, dass du wahrscheinlich auf der Demo nicht sprechen werden wirst. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also nur einen Tag vorher, ja. Ja, also die Bedenken kamen Freitagabend wegen, wie gesagt, Kompaktnennung und Strom abschalten. Ich habe dann von mir aus gleich eingelenkt und ne, also wenn das zu kritisch wird, dann muss ich nicht unbedingt reden, weil ich die Ängste, die Befürchtungen da auch nachvollziehen kann. Und dann ging es halt, dann, wie gesagt, dann hat mein Mann ja auch korrespondiert und dann ging das Samstag so hin und her, weil er dann gesagt hat, sie wird Kompakt nicht in den Bund nehmen. Und dann redet sie halt um 20 Uhr, wenn alles vorbei ist, also als allerletzte Rednerin. Und dann ist es egal, ob der Strom abgeschaltet wird oder die Demo aufgelöst wird. Hauptsache, sie kann da nochmal sprechen. Und dann ging das halt mit meinem Mann, wie er eben geschildert hat, hin und her. Und aber Michael alleine entscheidet und dann, ja, 16:30 Uhr, also 16:37 Uhr abgelehnt, keine Rede heute. Dann wussten wir Bescheid. Und dann sind wir losgelaufen, haben uns was zu trinken geholt. Und ja, also aus meiner Sicht waren da doch die Befürchtungen zu groß, dass es da Aufstand gibt. Und Gut, aber mir erscheint es jetzt so, dass ihr durchaus hättet oder du durchaus als letzte Rednerin um 20 Uhr hättest auftreten können. Weil du sagst es ja richtig, dann wäre es ja völlig egal gewesen. ja, Ja, eben. das war sein Vorschlag. Eben. Deswegen ging es ja nochmal hin und her am Eben, Samstag. ja.
Und es Ja. hätte dann sogar wahrscheinlich wirklich dann in die Mainstream-Presse hätte es die Demo geschafft, weil du halt auf der Bühne standst und so weiter. Ne? Das wäre dann halt Publicity gewesen. Also, Und lieber Helmut, ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch schon Thorsten Schulte gesagt. Ich bin ganz froh, dass mir das erspart geblieben ist. Ja. Ich bin ganz froh, weil, gut, zum Beispiel Thorsten Schulte ist ein Kämpfer. Ne? Auch mein Mann ist ein Kämpfer. Die halten sowas besser aus. Also, ich hätte ja nochmal einen Schock bekommen, wenn da irgendwelche Polizisten auf die Bühne gekommen ach, wären. was? Also, mich belastet sowas. Und wer weiß, vielleicht hat mir da der liebe Gott geholfen, dass mir das erspart geblieben ist, muss ich Ja. ehrlich sagen. Ich habe mich ja für den Anselm Lenz stark gemacht und Hendrik Sodenkamp, die beiden vom demokratischen Widerstand. Also, das muss man Ja. ja auch sagen: Kompakt ist verboten, aber nur diese Symbole und die Firmen. Der Inhalt von Kompakt ist ja nicht verboten. Das steht ja sogar in der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Sichert im Bundestag. Also das publizistische Organ Kompaktmagazin ist nicht verboten und deswegen kann man auch Nancy nicht verbieten, weil das lediglich, aber trotzdem sensationellerweise die Inhalte von Kompakt August-Ausgabe enthält. Das heißt, man hätte ohne mit dem Verbot in Konflikt zu geraten und mit den ganzen Polizeiverfügungen hätte man Sodenkamp oder Lenz auftreten lassen können und die hätten eben Nancy vorgestellt und es hätte natürlich auch zu einer Riesensolidarität an dem Tag geführt. Aber auch davor ist man zurückgeschreckt und ich begreife nicht dieses ewige Zurückweichen, was es bringen soll. Ja, ist mir Ja. auch ein Rätsel. Also muss ich ehrlich sagen, ich kann es auch nicht verstehen, ne? Weil wir haben ja eine Demonstration und nicht irgendwie ein Sommerfest gehabt, ja. Ja, eben. Naja, es war eben esoterisch, spirituell ausgerichtet und aus meiner Sicht war die Befürchtung zu groß, Ja. dass es Schwierigkeiten, Tumult geben könnte. Es waren ja auch viele Menschen da und Ja, aber dann muss man es ja gar nicht machen. Ich meine, man macht ja eine Demonstration, um sozusagen in die Offensive zu gehen. Wenn man die Offensive vermeidet, kann man auch an See fahren. Vor allen Dingen gehen die Tumulte dann ja von der Polizei aus, von den Ja. Ordnungskräften und nicht Ja. von den Demonstranten. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob die Demonstranten da gewalttätig sind oder ob die Polizei eine Bühne schließt. Mein Ja, Gott. also zum Beispiel gab es ja auch den Vorfall, da war die frühere DDR-Bürgerrechtlerin, wie heißt sie nochmal? Die Bundestagsabgeordnete. Angelika Barbe. Ja, Genau, genau. die Frau Barbe, die hatte ja ein Schild dabei, kompakt verboten, jetzt gibt es Nancy oder so ähnlich. Ja, das Schild habe ich gesehen. Kompakt verboten stand da. Also das Verboten war Ja. geschrieben so über das Kompakt und Ja. darunter stand einfach nur das Wort Nancy. Genau, und dieses Plakat war nach der Polizeiverfügung, selbst nach der Polizeiverfügung, nicht verboten, weil Kompakt war in Schreibschrift geschrieben und nicht in der typischen Kompakt-Logo-Schrift. Trotzdem hat die Polizei zugegriffen und Frau Barbe abgeführt, das Plakat beschlagnahmt und so weiter. Ich meine, wenn ich eine Demonstration mache und sowas mitkriege, dass so eine prominente Person von der Polizei schikaniert wird, über die Verordnungen zur Demonstration hinaus, dann hole ich mir doch die Frau sofort auf die Bühne, dass sie erzählt, was vorgefallen ist, ja. Aber nein, man will immer diese spirituelle Friedensstimmung bewahren und ich frage mich, wie lange noch? Ja, was mich auch irritiert hat, war die Tatsache, dass das Verschenken von Wasser verboten wurde. Ja. Aber Moment mal, dann nehme ich einfach die Wasserflaschen und knall die irgendwo auf die Straße. Ja, so und jeder, der will, kann sich benie ich darf ja wohl meine eigenen Wasserflaschen auf die Straße stellen. Ja. Und das habe ich auch nicht begriffen. Es wird alles immer so, mir scheint es so, dass immer ja so ein vorauseilender Gehorsam da herrscht oder geherrscht hat am 3. August, ja. Also was mich sehr gefreut hat, es ist gefühlt jeder meinem Mann um den Hals gefallen und hat ihm alles Gute gewünscht. Und da war so viel Solidarität und unfassbar. Also wir waren wirklich glücklich darüber, wie viele Menschen uns das auch nachfühlen können. Kann sich eigentlich kein Mensch vorstellen. Natürlich gibt es immer Schlimmeres auf der Welt. Dieser Whataboutism, der nervt manchmal. Aber wir stehen halt alle nun mal da, wo wir stehen. Und wir leben ja in einer vorgeblich westlichen Demokratie.
Und da kann man sich ja so einen Schlag erstmal nicht vorstellen. Wir leben ja nicht im Kongo oder im Garten. Ja, natürlich ist das alles. Aber weil manchmal auch so Bemerkungen kamen, na ja, wenn euch Konten gekündigt werden, ist doch nicht schlimm, dann macht einfach ein neues auf. Nee, die werden ja ständig gekündigt wegen Terrorismusfinanzierung. Und dann kriegen die Banken Druck. Das ist eine Frechheit, das ist ein Verbrechen. Gegen uns liegt nichts vor. Keine einzige Strafanzeige lag oder liegt gegen uns vor. Da wird einfach etwas behauptet, das ist Verfolgung Unschuldiger. Ne? Verleumdung, was noch alles dran hängt. Und das sind die Punkte, die ich jetzt nach und nach aufräume. Und natürlich, wenn ich dann sowas höre, ganz selten habe ich mal gelesen oder gehört, seid doch froh, dass ihr nicht erschossen worden seid. Ja. Das ist einfach einer westlichen Demokratie unwürdig, dieser Whataboutism, sondern wir sind hier ja noch in einem Rechtsstaat und müssen das jetzt auch rechtsstaatlich aufräumen. Und das sind so die Punkte, mit denen ich mich beschäftige. Das hätte ich aber niemals jetzt in eine Rede gepackt, aber das ist zu detailliert. Wir empfinden nur das ganze Vorgehen als ein wirklich großes Unrecht, weil es gegen Artikel 5 Grundgesetz verstößt. Und das ist tatsächlich seit 1949 einmalig. In der Form. Und das kann man auch nicht rechtfertigen mit moralischen Werten. Der Bruch des Grundgesetzes 2015 konnte man rechtfertigen, wir müssen den Kriegsflüchtlingen helfen. Ja, der Bruch des Grundgesetzes in der Corona-Zeit konnten wir auch rechtfertigen oder viele haben das dann auch nachvollziehen können. Wir müssen insbesondere die Alten schützen, die Vorerkrankungen haben, deswegen müssen wir uns alle impfen lassen. Ja, und jetzt gibt es keine moralische Rechtfertigungsgrundlage für den Bruch Artikel 5 Grundgesetz. Gibt es nicht. Ja, Alles, gut. was wir Also, da gesagt, geschrieben haben, ist von der Pressefreiheit gedeckt. Ja. gut, das ganze System zerbröselt immer mehr. Allerdings muss man auch sehen, dass dadurch immer mehr Menschen aufwachen, ne? Ja, Ja. sobald sie dann selbst betroffen sind, sobald sie selbst mal auf Facebook irgendwas posten und dann eine Hausdurchsuchung kriegen, ja, was vielleicht gar nicht, was noch vor 2, 3 Jahren völlig in Ordnung gewesen wäre und als Meinungsfreiheit gegolten hätte. Und das ist halt meine Hoffnung, dass dadurch immer mehr Menschen aufwachen, ja. Ja. Gut. Ich bin Wie sieht's? sicher, Ja. dass das Kompaktverbot jetzt dazu führen wird, dass bei den anstehenden Wahlen die AfD, die ja gegen das Verbot sich geäußert hat, dass die AfD 2% gewinnen wird. Ja. Also die AfD verhält sich in dem Sinne anders als Michael Ballweg, jedenfalls die Ostverbände, die jetzt im Wahlkampf sind, die äußern sich sehr offensiv gegen das Kompaktverbot. Und ich habe ja die nächsten 3 Tage auch Auftritte bei AfD-Veranstaltungen, am Donnerstag 18:30 Uhr in Sebnitz in Sachsen, am Freitag in Pirna in Sachsen und am Samstag oder Sonntag auf dem AfD-Landesparteitag in Sachsen-Anhalt. Das heißt, man muss nicht zurückweichen. Man kann auch sagen, dieser Angriff gilt uns allen, weil so wie das Kompaktverbot konstruiert ist, über den Trick, den schmutzigen Trick mit dem Vereinsrecht, so können natürlich nicht nur andere Zeitungen verboten werden, sondern auch eine Partei wie die AfD. Man sagt dann einfach, das ist gar keine Partei, Das ist ein Verein. die Partei ist nur eine Hülle und dahinter steht ein böser Verein, was weiß ich, die Höcke-Bande oder wie man das nennt, und dann ist die Partei auch weg. Ja, Ja, und dazu wobei mir muss. Peter Böhringer gesagt hat, dass das nicht so einfach ist aufgrund des Parteiengesetzes, dass man eine Partei, aber gut, wir leben in Zeiten, Es ist. wo alles möglich ist anscheinend. Aber eine Frage habe ich noch, die muss ich noch stellen. Und zwar hatte sich Michael Ballweg bei mir im Interview darüber beschwert, dass du, Jürgen, den Auftritt von Stefanie in Berlin vorher auf verschiedenen Demos angekündigt hast. Ja. War das so eine Absprache, dass ihr nicht sagen solltet, dass Stefanie auftritt? Okay, gut, dass du es ansprichst, ja. Ich habe ja vorhin gesagt, es wurden Mobilisierungsvideos gemacht und diese Mobilisierungsvideos sollten ursprünglich gar nicht für die Mobilisierung eingesetzt werden, sondern nur am Veranstaltungstag auf der Bühne abgespielt.
Aber dann hat Steffi ihr Video gemacht und es hat so viel Anklang gefunden bei den Organisatoren, dass sie mit dem Video von Steffi rausgegangen sind in die Mobilisierung. Daraufhin habe ich gedacht, und ich habe mich mit meiner Frau gar nicht groß drüber unterhalten, dieses sogenannte Schweigegebot ist jetzt gefallen, weil ja die Veranstalter selber mit Steffi groß Werbung gemacht haben. Also habe ich begonnen, den Auftritt auch anzukündigen. Aber Und ja. jetzt kann man sagen, ich hätte mich da mit meiner Frau mal absprechen müssen, und weil sie hat es mir ja gesagt und ich habe nicht drauf geachtet. Aber das ist ja das gleiche Thema wie vorhin. Warum nicht den starken Auftritt von Steffi in dem Video nutzen, um die Demo zu bewerben und um dann auch zu sagen, diese Frau gibt es nicht nur im Video, wir haben die auch auf der Bühne. Und ich bin sicher, einige tausend an dem Samstag, 3.8., kamen nur, weil sie davon ausgehen mussten, Steffi spricht. Und zwar mussten sie davon ausgehen, nicht, weil ich das irgendwo gesagt habe mal oder auf X, meinem kleinen Kanal, da geschrieben habe, sondern sie mussten davon ausgehen, weil sie das Video gesehen haben, ja. Genau, und dieser Teaser wurde ja verbreitet von Querdenken. Ja. Und tatsächlich wurden ja viele Teaser gezeigt, ne? Ich glaube, jeder Redner hatte einen Teaser, den man abrufen konnte auf der Seite. Von daher ist das auch etwas unverständlich, ne? Dieser Vorwurf. Ja, ich weiß nicht, also mich haben auch viele gefragt, wann sprichst du denn? Ich habe dann wahrheitsgemäß gesagt, ja, das ist noch nicht so sicher, das geht noch hin und her. Ich habe das wirklich mehrmals gesagt, es besteht die Befürchtung, dass der Strom abgeschaltet wird oder dass die Demo aufgelöst wird. Und das ist noch nicht ganz klar, aber mein Mann hakt da jetzt nochmal nach, ne? Und das ging an dem Samstag so ein bisschen hin und her, weil du da nachgehakt hast. Er hatte ja vorgeschlagen, wir nennen den Namen des Magazins nicht und ich rede dann ganz zum Schluss, ne, Ja. zum Ende hin. Und ja, ich habe ihm dann die Kommunikation überlassen und ich habe mich mehr stark gemacht für den Anselm Lenz und den Hendrik Sodenkamp, ne, dass sie nochmal Nancy vorstellen. Steffi, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du kannst einen Teil deiner Sachen wieder abholen von der Polizei. Das freut dich sehr. Ja. Freue ich mich auch für dich. Wie steht es um den Eilantrag? Ja, darüber sollten wir jetzt nochmal sprechen. Also wir sind jetzt Mittwoch um die Mittagszeit. Wir rechnen eigentlich stündlich mit der Entscheidung des Gerichts. Auf jeden Fall noch diese Woche. Denn das Gericht hat die Schriftsätze, die es verlangt hat und zum Teil auch nachverlangt hat, jetzt von beiden Seiten erhalten. Den letzten von der Gegenseite am Sonntag. Weitere Stellungnahmen von unserer Seite waren vom Gericht nicht mehr gewünscht. Das heißt, seit Sonntag müsste das Gericht eigentlich in der Erarbeitung des Entscheids sein. Ich vermute aber, dass von der Politik ein erheblicher Druck auf das Gericht ausgeübt wird, die Entscheidung rauszuzögern oder jedenfalls die Veröffentlichung, denn egal wie das Gericht entscheidet, wenn es vor den Landtagswahlen 1. September publik wird, wird es eine herbe Schlappe sein für Frau Faeser und eine herbe, eine harte, eine starke Unterstützung für die AfD. Entweder das Gericht bestätigt das Verbot, dann bestätigt sich der Verdacht, der begründete Verdacht, dass wir in einer Diktatur leben und alle Leute, die noch zwei und zwei zusammenzählen können, geben ihre Stimme der einzigen Partei, die dagegen steht, nämlich der AfD. Oder aber das Verbot wird aufgehoben. Dann ist ja die Klatsche für die Frau Faeser noch größer und die Leute wählen sozusagen aus Euphorie die AfD, weil sie sehen, der Widerstand lohnt sich. Ja. Gut, wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall sollten wir alle weitermachen, so wie bisher, uns nicht beirren lassen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch, dass das so schnell geklappt hat und wünsche euch beiden alles Gute und dass dieses Verbot möglichst schnell verschwindet. Vielen Dank, lieber Helmut. Vielleicht noch an die Leser. Meine Frau hat jetzt einige geraubte Privatsachen zurückbekommen.
Aber wir sind natürlich trotzdem ohne Einkommen. Wir waren ja bisher Angestellte unserer Firmen und haben darüber Einkommen bezogen. Das ist total weg. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, uns persönlich auch in der Lebensführung, bei mir auf dem X-Kanal, Jürgen Elsässer, habe ich da einen Spendenlink angepinnt, wo ihr was hinterlassen könnt. Ja. Vielen Ja, vielen Dank. So können wir die nächsten 2, 3 Monate ganz gut überstehen. Und wir sind auf beide Entscheidungen vorbereitet, egal wie sie ausfällt. Wir kämpfen weiter und wir haben Pläne. Und dennoch wird anschließend nichts mehr so sein, wie es war. Es wird in ganz neue Richtungen gehen, auch bei uns. Dankeschön euch beiden. Ihnen, Danke. liebe Zuschauer, auch herzlichen Dank fürs Zusehen, für Ihr Interesse. Ja, bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, aktivieren Sie die Glocke. Unterstützen Sie die Elsässers. Es ist eine schwere Zeit für die beiden. Und bitte unterstützen Sie auch uns mit einem Abo. Es wird hier auf YouTube immer schwieriger. Alle möglichen Videos werden dann entmonetarisiert. Geht gerade bei uns so, also das ist wirklich schrecklich. Abonnieren Sie unser Magazin, damit können Sie uns unterstützen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und sage bis bald. Der Druck, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben und die Krise, die vielleicht jetzt wieder auf uns zukommt, die muss stark genug werden, um die Elite so durchzuschütteln, dass es wirklich eine Chance für einen Neuanfang gibt. Die Chefin einer Regierungspartei hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte? Wir wissen ja jetzt auch, dass das Innenministerium Frau Faeser schon sehr kritisch auf die AfD schaut. Die Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das Geld ist ja aufgenommen worden durch Schuldverschreibungen und was auch immer. Und dann wissen Sie eigentlich, wie die Interessen sind. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial.